Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommt der zweite Teil der Meowskills Challenges raus. Dazu werde ich euch in diesem Video natürlich alle Lösungen zeigen. Wenn euch solche Videos gefallen und ihr in Zukunft natürlich keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Dann helft ihr mir auch auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Es fehlt ja dafür auch nicht mehr ganz so viel. Lasst natürlich gerne ein Like hier auf dem Video da. Wer kommentiert natürlich ja auch dieses Video. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute zum einen den Solo-Cup und den Duo-Cup zocken. Da würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mal mit der ersten Challenge. Und zwar müsst ihr 3 Hundehütten zerstören. Diese findet man beispielsweise hier in Pleasant Park ganz oben an der Ecke. Ich glaube, ihr müsst hier auch, also ihr müsst nicht verschiedene zerstören. Das heißt, ihr könnt auch dreimal nach Pleasant Park gehen. Ansonsten ist doch in Retail Row an dem Haus eine Hundehütte. Und in manchen anderen Städten gibt es sicherlich auch noch Hundehütten einmal zerstören. 3 Stück braucht ihr insgesamt. Dann habt ihr die erste Challenge fertig. Als nächstes müsst ihr Gegner eliminieren. Einmal diesmal bei The Yacht dort oben. Oder alternativ bei Salty Springs. Und dann müsst ihr bei Frenzy Farm oder Simi Stacks Kisten durchsuchen. Die klassischen Challenges eben halt, die es jede Woche einfach nur in anderen Städten gibt. Dann braucht ihr als nächstes einen Chopper. Den gibt es hier nur in den Normal Modes. Das heißt, ihr müsst irgendeine normale Runde aufsuchen, wo ihr die dann nutzen könnt. Da müsst ihr einmal entweder als Team sein oder ihr geht eben halt im Solo einmal hier auf die Seitenfläche und müsst dann 200 Damage an Gegnern hinzufügen. Leicht geht das natürlich, wenn ihr einen Heavy Sniper habt und jemand einfach einen Instant Headshot gibt, dann habt ihr die Challenge jemand instant fertig. Als nächstes müsst ihr Damage blocken mit einer Decoy-Granate. Was damit wahrscheinlich gemeint ist, ist ganz einfach, dass man Decoy-Granaten, also diese Klone von euch, platzieren müsst. Und die müssen dann eben halt Damage von anderen Gegnern bekommen, damit das eben halt... damit das nicht Damage wäre, der sonst euch hinzugefügt wurde, muss man eben halt ein bisschen auf Glück hoffen. Werft einfach Decoy-Granaten irgendwo hin, wo Gegner sind. Vielleicht bekommt ihr dann mal ein bisschen Damage auf die Decoy-Nades. Denke ich mal, wird aber nicht die leichteste Challenge sein. Dann müsst ihr als nächstes wieder zu Steamy Stacks, und zwar müsst ihr dort diese beiden oder eine der beiden Türme hochfliegen. Dann müsst ihr noch eine Zipline benutzen. Alles natürlich in einem Match, das heißt, am besten geht ihr einfach dort einmal so hoch, dann fliegt ihr hier auf die Zipline, benutzt die und dann müsst ihr noch eine geheime Passage nutzen. Dazu geht ihr am besten dort hinten bei diesem Pfeiler raus, geht dann einmal dort unten hin und dann geht ihr dort einmal unten an der Seite in diesen Container rein. Dann habt ihr auch die Secret Passage schon fertig. Dann müsst ihr als nächstes noch innerhalb von 10 Sekunden, nachdem ihr gelandet seid aus dem Battle Bus, eine Kiste durchsuchen. Dazu natürlich einfach auf dem Dach landen, wo ihr easy eine Kiste findet. Und dann habt ihr das auch, oder ihr landet eben halt auch safe irgendwo einfach, wo ihr das easy machen könnt. Sollte aber trotzdem insgesamt sehr, sehr leicht sein, weil es ja zählt, nachdem man wirklich gelandet ist. Das heißt, auch wenn ihr danach noch eine Wand pickaxt, dann zählt das ja auch... dann zählt das ja auch erst zu den 10 Sekunden, nachdem ihr gelandet seid. Da müsst ihr noch als nächste Challenge 1000 Damage mit Assault Rifles machen, also mit Sturmgewehren. Gibt es ja alle möglichen, also AK, die Burst zählt dazu und die SCAR natürlich. Mit den Waffen müsst ihr einfach Damage hinzufügen, sollte man auch in ein paar Runden easy machen können. Dann müsst ihr als nächstes eine Waffe, eine Dose und einen Fisch fangen, oder fischen, besser gesagt. Dazu müsst ihr eine Angel nehmen, denn ansonsten könnt ihr natürlich keine Dosen fangen. Mit einem Harpunierer bekommt ihr nämlich nur Fische und Waffen. Natürlich für Fische und Waffen ist es leichter, einen Harpunierer zu nehmen. Sollte aber auch relativ leicht sein, wenn ihr einfach ein paar Mal angelt. Dann werdet ihr irgendwann mal eine Dose finden. Und ihr müsst eben halt auch, wenn ihr Dosen finden wollt, irgendwo nicht in diesen Fishing-Spots angeln, denn sonst werdet ihr dort auch nichts finden. Das heißt, einfach irgendwo auf einer Wasserfläche, wo keine Fische unten drunter schwimmen, dann habt ihr immer die Chance auf so eine Dose. Dann gibt es noch eine letzte Challenge, die muss man hier auch machen, und zwar muss man wieder 3 verschiedene Orte besuchen und man muss dort tanzen. Einmal muss man hier bei Lake No tanzen, das ist dieser Ort hier, wo ich gerade bin. Einmal hier tanzen, dann habt ihr den ersten Ort. Der zweite Ort befindet sich im Süden der Map, und zwar da unten bei Camp Cod oder Camp COD, wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Der befindet sich dort unten am Ende des Flusses.
südlich von der Gelben Brücke, relativ versteckt unten. Und dann befindet sich der letzte Ort noch ganz im Westen der Map, und zwar dort unten an der Kante von Holly Hatches, dort an dem am Strand. Das sind nämlich die Rainbow-Häuser. Dann habt ihr die Challenges für diese Woche abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Morgen werden dann wieder die Deadpool-Challenges rauskommen. Kommt natürlich auch noch ein eigenes Video zu. Und dann werden wir übernächste Woche tatsächlich auch schon den Deadpool-Skin freischalten können. Soweit ich zumindest weiß. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe, ja, wir sehen uns natürlich nachher im Stream wieder. Bis dahin, ciao.